Heute haben wir etwas ganz Besonderes im Programm, nämlich ein Turnierpäckchen aus der Reihe Odyssey. Ich habe zu Odyssey schon eine ganze Menge gemacht und diese Decks hier, wenn ich das richtig erinnere, alle schon mal aufgemacht. Das war allerdings in den ersten Monaten, glaube ich, meiner Tätigkeit in diesem Kanal. Deswegen war das vielleicht nicht alles perfekt, aber ich erinnere mich schon noch an einiges. Und zwar unter anderem daran, dass A, diese Karten wunderschön sind, vor allem die Länder. Und dass B, der Friedhof, eine große Rolle spielt. Ich möchte es jetzt allerdings nicht alles ausführlich hier schon erzählen, denn wir finden ja auch gleich noch das Beipackzettelchen. Odyssey ist die große Erweiterung des gleichnamigen Odyssey-Blocks aus dem Jahr 2001. Und das bedeutet auch, dass wir hier sehr viele schöne Länder finden können, was ja bei den großen Erweiterungen immer der Fall ist. Bei den kleinen Erweiterungen sind ja keine Standardländer dabei. Und wir haben möglicherweise auch das Glück, vielleicht das Glück, hier Foils finden zu können. Tolle Karten in diesem Set sind, also toll und teure Karten in diesem Set sind der Tainted Pact, Entomb, The Deserted Temple, Patron Wizard, Time Stretch, Tarnished Citadel, Karmic Justice, ja, das sind noch einige, Petrified Feet, das sind jetzt mal so die teuren von oben runter, alles Rares. Und was mich jetzt gleich mal auf Anhieb wundert, ist, dass dieses Pack kein inneres Siegel hat. Es war aber versiegelt. Da sieht man hier noch den Preisaufkleber drauf. Seht ihr? Da. Hat kein inneres Siegel. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das was bedeutet. Oh. Und wir gucken mal hier, was hier rauslubbert. Da lubbert ein wunderschöner Foil Forest. Guckt euch den an, wie der glänzt. Ist der nicht wunderschön? Das habe ich ja gesagt. Das sind mit die schönsten Länder, die ich kenne. Die Odyssey-Länder. Das ist die Nummer 348 von 350 in Foil. Den legen wir mal da oben hin. Der ist ja zauberhaft. Den gucken wir uns nachher nochmal an. Holen wir mal das Ganze raus. Was steht hier noch drauf? Explore a reborn world in the Odyssey expansion. In the cutthroat arena of the pit fights, two new kinds of magic emerge to help the combatants survive. Threshold, da habe ich immer Schwierigkeiten, das auszusprechen, und Flashback. Flashback ist eine super Mechanik. Threshold hat mit dem Friedhof zu tun und die Odyssey-Hintergrundgeschichte werde ich jetzt nicht mehr ausführlich erzählen. Das hat sehr viel noch mit Dominaria zu tun und der Zeit nach der Apokalypse, nachdem im Invasion-Block Dominaria schwere Schäden davon getragen hat. Und das vertiefe ich jetzt hier nicht, aber was ihr hier seht, ist, was ich angekündigt habe. Wunderschöne Länder. Don Hazeltine, das ist ein Hammer. Ein absoluter Hammer, wie schön diese Länder sind. Die Inseln sehen super aus, von Ben Thompson. Die Sümpfe sind fantastisch, von Arnie Sweekle, schöner Name. Und auch die Gebirge haben einen irrsinnigen Charme. Also das ist einer der schönsten Landzyklen überhaupt. Auch diese hier von Eric Peterson, mit dem einsamen Wanderer da auf dieser blitzbestrahlten Ebene. Wahnsinn, tolle Länder. Auch hier, da sieht man den taunenden Gletscher da oben, den schneebehangenen Berg. Rob Alexander, klassische Künstler, die klassische, wunderschöne Länder gemacht haben. Ich kann nur sagen, also das ist mit der schönste Landzyklus, mit Tempest, wenn ihr mich fragt. Auch das, ein super Gebirge. Wunderschön, die werde ich nicht hergeben, die kommen in Decks, die werden gespielt. Auch hier, ne? Indian Summer, haben wir auch schon mal drüber geredet, in einem der anderen Decks. Toll. Auch eine wunderschöne Insel mit den Wolken da hinten und hier vorne der Strand, in dem sich die Felsen spiegeln. Da sieht man hier die Brandung ganz sanft auf dem flachen Strand lang. Wahnsinn. Rob Alexander. Wunderschön. Tolles Gebirge. Super. Also kann man wirklich nur sagen. Hammer. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Ach, da haben wir eine Rare gehabt. Das wissen wir jetzt zumindest schon mal. Ich weiß nämlich nicht genau, wie die Reihenfolge der Karten ist. Es sind 75 Karten im Deck, ein Teil davon sind Länder. Und wir haben meines Wissens drei Rares. Diese Turnierpackungen sollten quasi für Sealed Events gespielt werden können. Wir haben auch diesen Fragebogen, über den ich schon sehr viel erzählt habe, der in der damaligen Zeit immer dabei war, der meines Erachtens auch marktforscherisch gut gemacht ist, mit Fünferskalen, guten Fragen und ja, kompakt gehalten, dass man nicht so viel Arbeit damit hat und trotzdem signifikant Rückmeldung geben kann über seinen eigenen Spielstil und seine Erfahrung. Ich habe dazu viel gemacht. Ich mag vor allem diese Frage, über die habe ich schon einiges gesagt. Wie mag man es am liebsten zu gewinnen? Du darfst nur ein Kreuzchen machen, schnell, egal wie, Hauptsache ich gewinne, mit einer kreativen Kombination von Karten.
als Resultat strategischer Entscheidungen. Ich mag es, mich selbst Herausforderungen in verschiedenen Strategien zu gewinnen, und ist mir egal, ich spiele aus Spaß. Das ist das, was ich immer ankreuzen würde. Ist mir egal, ich spiele aus Spaß. Gut, und dann haben wir tatsächlich noch, das ist hier anders als bei Tempest und anderswo, nur dieses armselige Zettelchen. Früher waren da noch richtig dicke Bücher dabei. Dazu will ich nur kurz was sagen, nämlich Flashback. Das ist eine sehr schöne Mechanik, die hier neu eingeführt wurde, die ich auch schon mehrfach besprochen habe. Flashback gibt dir die Möglichkeit, dass du Flashback-Kosten bezahlst, und du kannst diese Karte aus dem Friedhof für die Flashback-Kosten zahlen. Danach geht sie aber aus dem Spiel. Das ist eine Mechanik. Und die andere Mechanik ist Threshold. Das ist tatsächlich die Fähigkeit, die manche Kreaturen stärker macht in dem Augenblick, wo eine bestimmte Anzahl von Karten im Friedhof überschritten wird. Das heißt, du musst so ein bisschen den Friedhof im Blick haben. Und das war's. Und jetzt wollen wir mal direkt reingehen. Also, ich nehme mal diesen Stapel. Ah nein, das sind die Länder, die haben wir alle schon gesehen. Zauberhafte Länder. Eine Foil, ein Foilwald haben wir bekommen, für den sind wir sehr dankbar. Und jetzt haben wir hier Commons. Also, fangen wir mal an mit dem Wild Mongrel. Übrigens, die Qualität der Karten aus der Zeit ist sensationell. Die runden Kanten, die glänzende Oberfläche, fast schon ledrig aussehend, hohe Qualität, die tiefen, satten Farben, die die Karten haben. Wunderschön. Der hat 2 Mana, 2/2. Du wirfst eine Karte ab und er bekommt +1/+1 und verändert die Farbe zu einer Farbe deiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Okay? Erste Common. Dann haben wir den Mystic Sealed für 4 Mana, 2/4 mit Threshold. Darüber habe ich geredet. Der bekommt +1/+1 nach Flugfähigkeit, wenn du 7 oder mehr Karten im Friedhof hast. Das macht natürlich das Spiel dann attraktiv, wenn du in der Lage bist, sehr schnell, sehr früh schon Karten in den Friedhof zu legen. Etwa bei Golgari-Kombinationen, die man so heute hat. Friedhof auffüllen und dann die Tatsache nutzen, dass der Friedhof gefüllt ist. Das ist das, was ich sage, dass die Karten sehr schön sind. Toll gemacht, Eric Peterson. Eine super schöne Karte. Die sind einfach fast schon fotorealistisch zum Teil. Patriarch's Desire für 4 Mana. Die Kreatur bekommt +2/-2 mit Threshold. Nochmal oben drauf, +2/-2. Dann haben wir Thermal Blast für 5 Mana, 3 Schadenspunkte auf eine Kreatur. Sieht jetzt erstmal teuer aus, aber mit Threshold kriegst du nochmal 5 drauf. Okay. Dann haben wir Peak von Adam Rex, eine sehr schöne Karte. Gefällt mir auch sehr gut von der Optik. Für 1 Mana, schau dir die Karten des Gegners an, zieh eine Karte für 1 Mana. Das ist fein. Das gefällt mir. Und Elephant Ambush, das ist Flashback. Erkennt man hier oben an dem kleinen Grabstein. Für 4 Mana, ein Instant. Du kannst ein 3-3er grüne Elefant-Kreatur ins Spiel bringen. Dann landet das Ganze im Friedhof. Und wenn du dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal 8 Mana frei hast, sprichst du die Karte nochmal, kannst nochmal eine 3-3er Elefanten-Spielstein reinbringen und dann landet es auf dem Friedhof. Das ist in dieser Karte nicht so super mächtig, kann aber in anderen Kombinationen sehr mächtig sein und kann dir im späteren Verlauf, auch bei Commander-Spielen, denke ich mir das, sicherlich noch ganz viele schöne Effekte bringen. Second Thoughts für 5 Mana. Du kannst eine angreifende Kreatur aus dem Spiel entfernen und eine Karte ziehen. Nett. Der Gravedigger ist ein Reprint, klassischer Zombie aus den frühen Jahren schon von Magic. Für 4 Mana 2/2, wenn der ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur aus dem Friedhof die Hand zurücknehmen. Und Flame Burst. 2 Mana X Schadenspunkte auf eine Zielkreatur des Spielers, wobei X2 plus der Anzahl von Flame Burst Karten in allen Friedhofen ist. Das ist natürlich dann sinnvoll, wenn du im Kontext von Odyssey gespielt hast und das oft in den Friedhofen gelandet ist, aber ich glaube heute nicht mehr so. Aber dafür ist diese Karte ja wahnsinnig schön. Wow. Donato Giangola, von dem habe ich letztens erst eine tolle Karte gesehen. Die ist ja wunderschön. Das ist ja wie ein Gemälde. Traumhaft, der Cartographer. Für 3 Mana 2/2, wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Landkarte aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Boah, ist die schön, die Karte. Wahnsinn, was ein schönes Set. Ich habe es ja gesagt, dieses Set ist traumhaft schön. Zombie Assassin für 5 Mana 3/2. Du kannst 2 Karten aus dem Friedhof entfernen und den Zombie Assassin und eine nicht schwarze Kreatur zerstören. Das ist ein bisschen teuer. Ray of Distortion für 4 Mana 1 Instant mit Flashback. Zerstöre Artefakt oder Verzauberung. Das ist klasse. Lande im Friedhof, machst es gleich nochmal, wenn du genug Mana dafür hast. Mad Dog. Hunde sind ein großes Thema in M21. Ich habe jetzt ein Hundedeck gebastelt. Funktioniert ganz gut, so mit dem Packleader und so. Macht richtig Spaß. Dieser Hund 2/2 für 2 Mana. At the end of your turn, if Mad Dog didn't attack or come under your control this turn, sacrifice it. Dann haben wir Words of Wisdom. Oh, wunderschön.
Eric Peterson. Also das sind tolle Künstler hier. Zwei Mana Instant. Du ziehst zwei Karten und jeder andere Spieler zieht auch eine. Okay. Rites of Spring. Auch eine sehr schöne Karte von Bradley Williams. Für zwei Mana. Discard any number of cards from your hand. Search your library for that many basic land cards. Reveal those cards and put them into your hand. Okay. Dirty Were-Rat. Die dreckige Wehrratte. Für vier Mana 2/3. Schwarz tappen. Karte abwerfen. Kannst du regenerieren mit Threshold, dann kriegst du +2/+2 und kann nicht blocken. Pilgrim of Virtue. Für 3 Mana 1/3 mit Schutz vor Schwarz. Für ein weißes Mana kannst du ihn opfern und das nächste Mal, wenn eine schwarze Quelle deiner Wahl dir in diesem Zug Schaden zuteilen will, kannst du diesen Schaden verhindern. Und wir haben den Anarchisten. Auch eine geile Karte, auch die Kameraperspektive hier und der Mond im Hintergrund. Für 5 Mana 2/2, wenn der ins Spiel kommt, kannst du eine Sorcery oder eher eine Sorcery aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Cool, schöne Commons, optisch wunderschön. Jetzt machen wir mal hier weiter. Kommen nämlich noch welche, Morbid Hunger, da haben wir wieder den Patriarchen hier, den Chef von der Kabal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So eine Sekte, so eine böse. Für 6 Mana in der Hexerei, Morbid Hunger deals 3 Damage to target creature or player, you gain 3 Life mit Flashback. Gut. Eine Karte, Seafloor Debris. Die kommt getappt ins Spiel. Du kriegst ein blaues Mana, klassisch. Und wenn du sie opferst, kannst du einen Mana irgendeiner Farbe zu deinem Mana-Pool hinzufügen. Das ist jetzt nicht die stärkste, nicht Standard-Landkarte, aber tatsächlich eine sehr schöne. Gefällt uns gut. Mein Sohn nickt, der sitzt neben mir. Careful Study, die ist sehr schön. Die Karte von Scott M. Fischer, auch das ist ein wunderschönes Bild. Für ein blaues Mana, zieh 2 Karten und dann wirf 2 ab. Gut. Und der halbe Deer. Für 4 Mana 3/1 mit Assschlag. Gut. Und Haven Cloud Chaser. Für 4 Mana 2/2 mit Fliegend. Und wenn der ins Spiel kommt, kannst du eine Verzauberung zerstören. Das ist eine gute Karte. Solche Karten kann man immer gut gebrauchen. Vor allem so im synergetischen Soldaten- oder Vogeldeck. Das finde ich nicht schlecht. Eingebauter Verzauberungszerstörzauber. Und dann haben wir Morgue Theft. Für 2 Mana eine Hexerei. Du bringst eine Kreatur aus deinem Friedhof die Hand zurück mit Flashback. Auch gut. Ja, Flashback ist eine feine Sache. Finde ich witzig. Dann haben wir den Crozen Archer, ein Centaur, 4 Mana, 2/3. Können Flieger blocken und du kannst ihm hinten +2 geben. Und dann kommt Earth Rift für 4 Mana, zerstöre ein Land mit Flashback. Und Tireless Tribe. Für 1 Mana, 1/1 Nomaden, wirfst eine Karte ab und die bekommen +0/+4 bis zum Ende des Zuges. We survived starvation, dwarf attacks and heatstroke. Why should a little sandstorm bother us? Ja, die sind tatsächlich unermüdlich, diese Leute. Und dann haben wir noch Mind a Burst. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen, das kippt mir hier alles um und ist nicht schön gerade hingelegt. So, Mind Burst. Für 2 Mana eine Hexerei. Der Gegner wirft X Karten von seiner Hand ab, wobei X 1 plus die Anzahl von Mindburst-Karten in allen Friedhöfen ist. Und wir haben Seaton's Desire für 3 Mana, eine Verzauberung. Kreatur bekommt +2/+2 mit Threshold und alle Kreaturen, die sie blocken können, müssen das tun, wenn Threshold erfüllt ist. Und dann kommt Phantom Whelp für 2 Mana 2/2. Wenn der angreift oder blockt, kannst du ihn auf die Hand zurücknehmen. Oder musst ihn auf die Hand zurücknehmen. Und jetzt müssten irgendwann bald mal die Uncommons kommen. Dwarven Grunt, ein sehr schönes Bild. Klasse, so stellt man sich ein Kriegerzwerg vor. Ein Mana 1/1 mit Gebirgstarn. Passt. Und dann haben wir Life Burst. 2 Mana Instant. Ein Spieler bekommt 4 Lebenspunkte. Und dann bekommt er noch 4 Lebenspunkte für jede Life Burst Karte in jedem Friedhof von John Avon. Und das ist, ja, eine sehr hübsche Darstellerin. Tolles Bild. John Avon. Jetzt kommt die erste Uncommon. Shadow Blood Egg. 1 Mana Artefakt, 2 Mana tappen, opfern, tappen und du kannst ein schwarz und ein rotes Mana zum Mana-Pool hinzufügen und eine Karte ziehen. Ja, nicht so schlecht. Und dann haben wir Painbringer für 4 Mana 1/1, ein Minion. Remove any number of cards in your graveyard from the game. Target creature gets -x/-x until end of turn, wobei x is the number of cards removed this way. Und Crashing Centaur, den habe ich auch schon mal gesehen und aufgemacht. Für 6 Mana 3/4. Grün tappen, Karte abwerfen. Egg bekommt Trampelschaden und wenn er Threshold erfüllt hat, bekommt er +2/+2 und can't be target of spells or abilities.
Und Avon Smokeweaver für 4 Mana zu 3. Fliegenschutz für Rot. Das ist nicht schlecht. Nett. Liquid Fire, flüssiges Feuer für 6 Mana. Hexerei. 5 Schadenspunkte. Aufgeteilt, wie du möchtest, auf eine Kreatur und den Kontrolleur der Kreatur. Und Phantatalk, ja, die Atoks, die waren damals ein großes Thema. Da wurden ganze Decks drum gebaut. Für 3 Mana 1-2. Opfer eine Verzauberung, bekommt er +1/+1. Wirf eine Karte ab, bekommt er nochmal +1/+1. Abgefahren. Und noch einer, Sarkatok. Für 3 Mana, in dem Fall schwarz-rot, für 1-2. Mit 1-2 entferne 2 Karten aus dem Friedhof. Von dem Spiel, aus dem Spiel. Er bekommt +1/+1 bis zum Ende des Zuges und Opfer ein Artefakt bekommt nochmal +1/+1 und Deluge. Für 3 Mana, tap all creatures without flying. Ja, da sind sie alle hinweggespült. From the sea came all life and to the sea it will return. The sooner the better. Ja, geil. Ich liebe den Text auf diesen Karten. Dann haben wir noch Nontuko Elder. Ein Insektendruid für 3 Mana 1-2 und du kannst 2 Mana zu Mana Pool hinzufügen, finde ich nicht schlecht. Und jetzt müssten wir, glaube ich, die letzte Ankamen haben. Fervent Denial. Boah, ist die gruselig. Scott M. Fischer für 5 Mana. Instant Counter Target Spell mit Flashback. Hey, das ist was für mich. Witzig. Allerdings ein bisschen teuer. 5 Mana für einen Counterspell. Danach liegt er aber im Friedhof und du kannst ihn jederzeit für 7 Mana nochmal sprechen. Ich will es nicht schlecht reden. So, und jetzt kommen die 3 Rares. Jetzt können wir mal hoffen. Also, was wollen wir haben? Tainted Pact, Entomb, Deserted Temple, Patron Wizard, Time Stretch. Gibt's viele schöne Sachen. Fangen wir mal mit der an. Ich glaube, die habe ich leicht andeutungsweise gesehen. Mind Slicer. Das ist mit Sicherheit keine von den gesuchten, sehr teuren. Für 4 Mana 4-3, wenn der in einen Friedhof kommt, muss jeder Spieler eine Karte abwerfen. Ja, die gehört nicht dazu. Dann Tor Nummer 2. Burning Sands. Die gehört auch nicht zu den ganz berühmten. Für 5 Mana Enchantment, when a creature is put into a graveyard from play, that creature's controller sacrifices a land. Die ist aber brauchbar. Die ist aber brauchbar. Damit kann ich mir schon was vorstellen. Jo, und jetzt letzte Chance, nochmal einen Jackpot zu ziehen. Das ist Shifty Doppelgänger. Nee, die gehört auch nicht zu den ganz, ganz hochgelisteten. Für 3 Mana 1-1, ein Shapeshifter, remove Shifty Doppelgänger from the game, put a creature card from your hand into play, that creature gains haste until end of turn. Am Ende sacrifice that creature und so weiter. Kannst du dann ins Spiel zurückbringen. Jawohl. Das war Odyssey. Ein Turnierpackung. 75 Karten mit, wie ich angekündigt habe, wunderschönen Karten. Vom Design her und auch von der Qualität, von der Druckqualität absolut überzeugend und tatsächlich einem absolut traumhaften Land, über das wir hier noch mal ein paar Sekunden meditieren dürfen, mit all den Farbschattierungen, die man sich damals geleistet hat in diesen Karten. Einfach klasse. Wir haben jetzt keinen Jackpot gezogen, aber darüber will ich gar nicht jammern, denn ganz unter uns, man kann diese Packs tatsächlich wunderbar auch noch mal nutzen, um daraus sich ein schönes kleines Deck zu basteln. Ich hätte schon so ein paar Ideen, was ich damit machen würde und vor allem genieße ich die Schönheit dieser Länder. Das war doch toll. Prima. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.